Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, wir sind hier in unserer Raider-Siedlung. Ich habe ihnen auch schon Essen hergebracht, also ungekochtes. Ungekochtes Essen, und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder bauen wir hier gleich weiter oder wir bitten ihn um neue Jobs. Brauchst du etwas? Job, ich will einen Job durchziehen. Was hättest du denn? Ich will einen Job durchziehen. Kein Problem. Ich brauche noch die Details. Was für einen Job willst du? Also wenn, dann Siedlung überreden, uns zu versorgen, ganz ehrlich gesagt. Weil hier gibt es noch kein Essen. Ich also das möchte ich gerne. Zu einer Siedlung aufnehmen. Die Leute Mach. Überzeugen, uns zu unterstützen. Ist ja. mir recht. Welche Bande soll ein Auge auf die Leute werfen, wenn du fertig bist? Das Rudel. Das Rudel. Ich sag ihnen Bescheid. Oder heul ihnen was vor. Also, was ist das Ziel? Jetzt habe ich das vergessen. Wie hieß das noch schnell? Tenpins Bluff, glaube ich, war's. War das... ich glaube, der Laden gehört dir schon, Boss. Bist du sicher, dass du da zuschlagen willst? Ja, es hilft dir nichts, du nimmst dir nichts anderes. Du bist dir wählerisch. Ja, mach mal. Das ist das Ziel. Na klar, Boss. Es gibt viele Wege, diese Leute dazu zu bringen, uns Vorräte zu geben. Du kannst versuchen, sie zu überreden, oder du haust ihnen ein paar rein. Werkzeug der Unternehmer kann dir das Leben erleichtern. Jo. Da wir einen Außenposten in der Nähe haben, gibt es noch eine Option. Wir nutzen Funk. Der Bau eines Nuka World Radiosenders in einem Bandenaußenposten in Reichweite wird ihnen zeigen, dass wir ihnen auf die Pelle rücken. Du solltest auf der Karte deines Pip-Boys sehen, welche Außenposten nahe genug sind. Und wenn das alles nichts hilft, kannst du immer noch einen von ihnen bestechen, der dann die anderen überzeugt. Bring Aha. uns was Schönes mit. Jawohl. Ein Überraschungsei nehme ich an, ne? Echt wahr? Das geht? Eine Radiostation, hat er gesagt, ne? Ein Radiosender. Dann gehen wir doch bauen gleich, oder? Schauen wir doch gleich mal. Ich befürchte, ich habe nicht genug Zeugs mit. Wieder einmal. Klubschen wir doch einfach mal. War das eigentlich hier dabei? Ich denke schon, oder? Leuchtdingens... Hier überhaupt so irgendwas? Wenn, dann dürft wohl eher... Leuchtkasten. Ah. Bewohnerverwaltungsterminal. Eine Wurfmaschine. Ich glaube nicht, dass wir da richtig sind. Laufschrift. Entschuldigung. Oder warte. Ist sowas vielleicht? Radiosender. Ich wollte nämlich gerade sagen, ist sowas eventuell vielleicht sogar bei der Abteilung Raider dabei? Jupp, jupp, ist es. Gut, wo stellen wir den Kasten hin? Ich würde sagen, darauf. So vielleicht. Bravo. Und Strom. Haben wir hier irgendwo Strom? Moment, ist das nicht ein Radiosender? Hör auf jetzt. Eine Rekrutierungsgeschichte. Würde das gehen? Yes. Aha. Jawohl, das haut hin. Sauber. Gott sei Dank. Puh. Was
Was haben wir denn da noch alles? Ein Händler. Unternehmer. Rudel. Jünger. Die Jünger wären nicht schlecht, ne? Ein Jüngerbanner. Batsch, da wäre es schön, hier zu klatschen. Wird es hier auch irgendwie herpassen? Jetzt so recht, oder? Hier an der Wand vielleicht? Ja, das geben wir ihnen noch. So, den Fetzen. Ja. Was haben wir denn hier noch drin? Sonstiges, was bist denn du? Ein Bluttrog. Ein Spieß. Ach so, Dekomaterial, ne? Einen Käfig. Aha, das ist sowas. Wir sollten doch, nein, nix Rudel. Wir sollten doch so einen Schnapsladen machen, oder? Spelunke. Eine Spelunke. Die sollten wir doch auch bauen, nicht wahr? Eine Spelunke. Geht das überhaupt irgendwie so? Ich sehe das Gebäude gerade nicht. Na, es geht nicht, weil, was benötige ich? Ein, was? Kriegsheer. Outland-Kriegsheer. Aha, mir fehlen da zwei Skillpunkte. Ich bin entzückt. Ich bin entzückt. Nee, nicht wirklich, aber ja. Mist, verdammter. Naja, dann würde ich sagen, wir nehmen die Siedlung ein. Ich weiß, es soll heute eine Baufolge werden. Ich möchte aber gern optional diese Geschichte hier noch machen, damit die eben Nahrung haben. Ich habe ihnen zwar Nahrung herbeschafft, aber irgendwie scheint das denen nicht zu schmecken. Kein Wunder, liegt ja auch schon, glaube ich, seit Folge 1 ein Teil davon rum. Folge 1 ist übertrieben. Wann haben wir unser erstes Feld in Sanctuary Hills gebaut? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Hallo. Hey. Raider-Radio. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ja, kann ich dir helfen? Ich mache euch ein Angebot. Ich bin hier, um euch ein Angebot zu machen. Ihr überlasst mir und meinen Freunden in Nuka World Kronkorken, Nahrung, Vorräte, was immer ihr habt. Und dafür machen wir euch keinen Ärger. Oh, ich weiß nicht. Wir haben hier viel Arbeit reingesteckt. Wir können dir das nicht einfach überlassen. Doch, doch. Ihr arbeitet jetzt für mich. Hör mir gut zu. Ihr arbeitet ab jetzt für mich, klar? Schickt einfach schön Vorräte, dann gibt's keine Probleme. Ich... Okay, wenn wir dich dann los sind... Und jetzt verschwinde, bitte. Danke. Brav. Brav seid ihr. Sehr brav. Wir müssen wieder zurück. Zurück. Jetzt müssten die normalerweise was zu essen haben. Das gibt's ja nicht. Jetzt haben wir zwei Siedlungen, die angeblich in dem Bereich sein sollen. Immerhin haben die den Radiosender empfangen. Also müssen sie mit unserer Siedlung verbunden sein. Mit der Slog bin ich nicht so im Einklang, sage ich mal. Da glaube ich nicht wirklich, dass das tatsächlich etwas, sag mal, Sinnvolles ist. Falscher Knopf, Entschuldigung. So. Den da will ich haben. Also, ja. Noch immer kein Essen. Dauert das etwa so lange, oder? Naja. Auf jeden Fall brauchen wir noch Bettchens. Bettchens. Die kriegen, da sie Raiders sind, kriegen sie halt nichts Gescheites zum Schlafen, ist ganz klar. Die brauchen das nicht, die wollen es lieber ungemütlich haben, das ist ganz klar. So. Ja, da hat es nicht wirklich Platz. Ein Bett müsste reichen normalerweise noch. Ein einziges Bettchen. Ja, da liegt schon jemand. Da wäre sogar gut, noch ein Häuschen bauen, ha? Lass ich mal durch, meine Gute. Hier vielleicht so, da noch irgendwie, da so als Schutz auch noch ein Häuschen bauen.
Ich habe jetzt kein Beton mit, glaube ich. Was jetzt nicht so gut ist, ich weiß. Aber ich dachte mir, es einfach da so ein Teil herzupflanzen, müsste doch auch passen. Dachte ich mir halt. So irgendwie. Oder eben da hinten vielleicht. Da könnte es noch passen, ha? Würde es da gehen? Würde es noch schön ausschauen? Naja. Schön. Nicht so wirklich, oder? Na, das ist also vieles nur nicht schön. Und wenn ich hier eins herbaue. Und dann daneben die Wand schön zumache. Wäre das besser? Oder hierher? Na, wenn dann da drüben. Danke, Rindviech. Geh weg da mal. Gschuh. Ich denke, das kann man schon so lassen, oder? Ein Stück nach vor vielleicht. Jetzt geht natürlich das Rindviech wieder durch. Du, Bramim, du. Ah, der braucht auch einen Futterdruck. Dann geht er nicht mehr so durch die Gegend rum. Ich knall das mal hier hin. Da. Dann, nein. Eine schöne Wand, wäre toll. Zum einen. Ja, mit Fenster wäre schön, ha? Ach so, das ist wieder sowas. Kann man das? Würde das? Also da drüben wird das anklipseln. Tatsächlich? Schaut das da nicht komisch aus? Vor allem müsste ich das Licht da kaputt machen. Naja, kaputt machen nicht unbedingt. Oh. Aha, warte. Machen wir es so. Tada. Könnte man theoretisch als Wand wirklich noch sowas machen. Dann hätten sie nämlich hier... hätten sie auch ein Fenster eigentlich, ne? So, und jetzt ist der große Mittelbereich. Wie mache ich das denn jetzt? Da wäre ein Boden nicht schlecht. Ein Holzboden. Kann der anklipseln? Wahrscheinlich, aber wenn der im Weg ist, wird es schwierig, nicht? Nicht wahr? Geht das noch? So irgendwie? Oder schaut das geschissen aus? Warte mal. Da gibt es ja auch schon was Fertiges, ne? Hier zum Beispiel, sowas. Ah, warte. Warte, wie schaust du aus? Nein, nicht anklipseln. Ah, du bist, schaust eher aus wie so ein überdimensionaler Karton. Es ist ja alles viel zu schön. Gibt es etwas Schiereres? Sowas. Ja. Nur kleiner, vielleicht? Na. Nehmen wir, passt das gut? Ja. Das passt schon so. Und dann noch die Wand. So. So eine hübsche Wand, aber eine einzelne kaputte wäre schön. Irgendwie sowas. Schön mit Durchzug. Ja. So circa in etwa. Hier vielleicht eine andere. Gibt es da nicht irgendwas mit Fenster und so? Wahrscheinlich nichts. Na. Dann machen wir hier halt komplett zu. Also, was haben wir da für eine Wand? Ich glaube, es ist dieselbe, ne? Mit Gitter? Ja, mit Gitter. Dann machen wir so eine hier. So. Und da werden wir hier noch was machen. So, dann nehmen wir vielleicht. Na, die passt nicht. Die aber. Jawohl. Machen wir die noch hier. Und hier wäre schön eine kleine.
Sowas wie das da. So. Wenn sie passen würde. Aber wahrscheinlich eher nicht, weil ich das Ganze hier zu nah gebaut habe, kann ich mir vorstellen. Ist aber eh wurscht, da kann eh keiner raus, ne? Nö, sollen sie halt das als Wand nehmen. Und hier noch, aber da, oder? Ja, da geht's. Da ist gut. So, da kann man schön rausschauen. Wunderbar. Also, jetzt kommt das Bettelein. Nein, halt, Entschuldigung. Nicht die Kochstation wegschmeißen. Oder einlagern. So, jetzt kommt noch eine schöne... Was nehmen wir denn? Ein Schlafsack oder eine Matratze? Ah, eine Matratze ist gut genug für die Raider. So. Ich würde sagen, hierhin. Oder dahin. Können wir echt dahin auch machen. So. So, gute Nacht. Und dann vielleicht noch... sind sie zu 80% glücklich? Was fehlt noch? Schutz? Noch ein Bettchen? Echt, sind das so viele Raider? Okay. Dann halt hier noch ein Schlafsackerl von mir aus. 4 Leute sind's. Aha, okay. Steht er da. Muss den Marken lesen. Da hat sie recht. Dann machen wir hier noch was hin. So. Aber jetzt haben wir's. Gut. Vielleicht noch ein Schränkelein. Eine Kiste zum Beispiel. Dann können sie dort ihr Glumpert reinlegen. So. So zum Beispiel. So. Passt. Und hier noch vielleicht ein Koffer. Für den Kerl. Entschuldigung, ich musste mal kurz niesen. Ja, huch. Und für dich, mein gnädiges Viechelein, wäre es echt schön. Kriege ich das hin? Gibt es hier so ein Zubehör? Bodenwände, Dächer, Treppen, Türen, sonstiges. Hat man hier vielleicht... na. Diese Bramim-Geschichten, ne? Ob das bei Ressourcen dabei ist? Bei Essen? Na. Warte. Was haben wir da? Ressourcen? Aha. Obwohl, da ist er. Bramim-Futterstation. Ich würde sagen, den tun wir dahin. Ah, na, da ist Wasser. Jawohl, können wir eigentlich so machen. So. So in Wetter stört es keinem. Da hat das Bramim dann auch Schatten. So. Und dann passt das so. Dann rennt es nicht irgendwie so blöd durch die Gegend rum. Oh, ich glaube, das kann man so lassen. Ich glaube, das geht. Schutz. Schutz braucht man auch, selbstverständlich. Es ist ja zwar schon was aufgestellt, aber ich glaube, so ein Lasergeschütz-Dümchen ist sicher auch was Feines. Wenn wir es gleich auf dem Dach raufstellen. So. So. Und Verbindidus. So, da. Selbstverständlich fehlt Energie, das ist keine Frage. Energie. Generator. Nehmen wir gleich einen großen, oder? Nehmen wir gleich einen großen noch dazu. Wie stellen wir denn auf? Am besten so. Schräg so irgendwie. So. So. Da müsste es reichen. So. Schepperkorn. So. Passt. Jetzt müssten sie eigentlich glücklich sein. Yeah. Super. Auftrag ausgeführt. Kumpel, hallo. Boss. Alles, was ich einer Verbrecherbande wünschen könnte. Also, bist du bereit für das letzte Teil des Puzzles? Jo, ich glaube, ich bin dabei. Und das wäre, so bereit, wie ich hier sein werde, brauche etwas Zeit. Na, was wäre das? Leute,
Und zwar solche, die Lust haben, es richtig krachen zu lassen. Weil du hiermit einen Fuß in die Tür gesetzt hast. Um unsere Stellung zu sichern, braucht unsere Bande richtig viele Leute. Zwei weitere Außenposten im Commonwealth sollten eigentlich reichen. Oh mein Gott. Wenn du das schaffst, tja, dann haben wir schon eine richtige Machtposition. Mit so viel Macht können wir Händler in unsere Außenposten schicken, Sachen verkaufen, wie in einer richtigen Stadt. Wenn wir weiter expandieren, können wir sogar Orte einrichten, an denen die Leute aus der Gegend ihren Tribut abliefern. Aber das ist Schnee von übermorgen. Erstmal solltest du dir zwei weitere Außenposten schnappen. Sag mir einfach Bescheid, wenn du die Jobs in Angriff nehmen willst. Also Boss, wie sieht der Plan aus? Ja, ich wollte heute eine Baufolge machen. Es ist eine gemischte Folge, sehe ich schon wieder. Ziehen wir halt den Job schnell durch. Ich möchte einen Job durchziehen. Ist mir recht. An was für eine Art von Job hast du gedacht? Ja, neue Banden, Außenposten erobern. Ich will für unsere Banden einen neuen Außenposten beschaffen. Klar, ja. Boss. Willst du mit ihnen reden oder soll ich eine Crew zusammenstellen, die dir dabei hilft, sie zu erledigen? Na, Siedler zum Gehen überreden. Ich werde sie persönlich von ihrem Land jagen. Ist doch mal ein Plan. Und welche Crew soll zu dir stoßen, wenn du deine Forderung gestellt hast? Die Unternehmer, die da fahren. Klingt gut. Also wo soll das Ganze steigen? Ja, viel Auswahl. Doch, wir haben Sanctuary Hills, genau. Grey Garden. Somerville Place. Vielleicht? Probieren wir es mal. Ja, klubsch mal. Ich glaube, der Laden gehört dir schon, Boss. Bist du sicher, dass du da zuschlagen willst? Ja, geh mal. Das ist das Ziel. Na klar, Boss. Also klassische Vertreibung. Du kannst sie zu Tode erschrecken oder sie mit Geld überzeugen. Was immer nötig ist, damit sie verschwinden. Was die Unternehmer dir gegeben haben, dürfte die Sache leichter machen. Ja. Wenn du weitere Außenposten in Reichweite des Ziels einnimmst, überzeugt sie das vielleicht zu gehen, aber sicher ist das nicht. Das musst du bedenken, wenn du weitere Eroberungen planst. Aber letztlich ist das deine Entscheidung, Boss. Viel Glück. Bla, bla, bla. Schnell weg. Schnell weg. So. Ja, ich wollte eine Baufolge machen. Mann, ist das kacke. Aber Sanctuary Hills braucht eigentlich nur noch ein, zwei Marktstände, dann ist das eigentlich streng gesehen auch schon mal fürs Erste fertig. Weil so viele Siedler haben wir dort noch nicht, dass wir mehr Betten bräuchten oder so. Und ich möchte ja auch gern diesbezüglich liebend gerne den Platz noch aufsparen. Servus. Ach, ihr seid's das. Hey, du. Hallo. Hey, kann ich was für dich tun? Das ist aber eine Farm. Bist du hier, dass das hier gut ist? Naja, du solltest gehen. Eine Raiderbande ist hierher unterwegs. Meine. Aber wenn ihr jetzt abhaut, gibt's keine Probleme. Versprochen. Abhauen? Oh. Danke, aber nein, danke. Und jetzt geh bitte. Echt jetzt? Na? Wenn du noch eine Minute länger bleibst, wirst du es bereuen. Himmel. Gott sei Dank. Kein Grund, voreilig zu handeln, oder? Das Land gehört dir. Danke. Das ist jetzt ein bisschen doof. Weil die mögen ja eigentlich keine Landwirtschaft, ne? Ich hoffe mal stark. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Na, weil die mögen ja eigentlich keine Landwirtschaft. Jetzt wundert mich das schon sehr, dass wir hier die Raider einquartieren sollen. Wir sollen jetzt hier noch eine Werkstatt bauen. Ey, das ist kacke. Naja, andererseits ist es eh eine Baufolge. Das ist wirklich so? Muss ich jetzt da echt eine bauen mit Hilfe der Werkstatt eine Signalflagge? Ich habe jetzt, glaube ich, keinen Schrott mit. Ne? Ja, richtig.
großartig. Ich hätte ihm beim Dings drüben das bauen sollen. Ach, ich bin so doof. So doof, doof, doof. Warte, jetzt muss ich mir merken, wo wir hin müssen. Ganz unten. Und so müssen wir jetzt ganz hoch. Ganz rauf und ganz unten. Sehr schön. Ach, wie doof. So, hier werden die Unternehmer einziehen. Also werden wir gleich dieses eine komische Teil da bauen. Ich baue es gleich oben. Und eine Werkstatt baue ich auch. Oder ich nehme den Schrott mit. Ich glaube, den Schrott nehmen wir mit. Bauen wir es unten und gut ist. Ich muss jetzt nur nachklubschen, was das kosten tut an Materialien. Ja, ich glaube, das passt gut mit dem Hütchen hier. Da sind sie nochmal ein bisschen besser geschützt. Ich glaube, das passt schon. Wobei, das Teil müsste eigentlich hier rauf. Eigentlich. Weil ich glaube, das hat nicht mehr so recht Platz. So. Also, bauen. So. Was brauchen wir denn bitte für diese... Halt, das ist immer falsch. Hier. Was bräuchte ich denn jetzt noch schnell für diese Flagge? Ach, herrje, die Raider-Flagge. Jünger, Rudel, Unternehmer. Stoff und Gummi. 2 und 1. Und was brauchen sie dann noch? Das ist die Frage. Ein bisschen Stoff geben wir sie noch mit. Halt, warte. So. Also. Stoff und Gummi war das jetzt, ne? So, ich weiß was, ich nehme einfach vom Schrott, Holz und so, nehme ich einfach ein bisschen was mit und dann müsste schon passen, oder? Oder? Gummi. Stoff. Holz, vielleicht noch ein bisschen Stahl. Irgendwas Beton. Lol, ein Stück Beton haben wir da. Sauber. Irgendwas Holziges wäre schön. H wie Holz. 1, 2, 3. Haben wir noch irgendwas mit Holz? Stolz auf Holz. Leder, Öl, bla bla bla. Ein Besen oder irgendwas? Haben wir sowas? Einen Besen. Na, schaut nicht aus. Ich hoffe mal, dass das reicht. Das Ding gehört in ein Museum. Was? Meinst du meine Powerrüstung? Das war nicht nett. Das war überhaupt nicht nett. Wir bekommen ja hoffentlich bald unsere neue. Aber wenn wir ständig da Sachen machen müssen, die uns da aufhalten für unser großes Ziel, das ist halt auch nicht toll. So. Und ich würde sagen, den dritten Raider-Posten machen wir westlich, so gut es geht. Ich muss mal schauen, was dort für Siedlungen sind. Die wir einnehmen können und dürfen, also schön westlich, und dann hat unser Sanctuary Hills normalerweise Ruhe. Boah, das wird ein sauberes Wetter. Ich Idiot, habe die Sachen für die Werkstatt vergessen. Heute ist nicht mein Tag. Ich habe die Werkstatt vergessen, ich Idiot. Ach, wo sind die eigentlich drinnen? Herstellung, ne? Kochherd. Die Werkstatt hier überhaupt? Nö. Herstellung und keine Werkstatt. Das ist wieder logisch. Das ist sehr logisch. Wo soll das dann bitte sein? Dekorationen oder was? Warum ist bei einer Herstellung bitte keine keine Werkzeugbank? Das ist echt interessant, die Einteilung. Bei Läden wird sie ja auch nicht drin sein, oder? Mittlerweile glaube ich nämlich an alles. Blindestation. Ein Pranger. Das wäre auch nicht schlecht für die Raiderbanden, ha? Schutz, Energie, Dekoration. Das ist ja keine Dekoration. Möbel. Ich meine, eine Werkbank kann nicht unter Möbel fallen, oder? Struktur, das ist nur
Haus. Also irgendwie... Irgendwie ist das Ganze voll komisch. Und da ist ja auch nichts drin. Großartig, echt. Hey, zu meinem letzten Job hat noch keiner Fragen gestellt, oder? Nein, warum? Ich will nicht darüber reden. Auf der Ausrüstung ist noch überall Blut. Sag einfach Bescheid, wenn irgendjemand fragt. Okay? Ja, ja. Du hast es kapiert. Aha. Na, das macht mir jetzt gerade ein bisschen, da werde jetzt ungut. Das ist richtig ungut. Es kann ja nicht sein, dass es bei Schutzro dabei ist. Ich komme da manchmal echt nicht mit. Das muss ja bei Herstellung dabei sein. Das ist ja sonst Schwachsinn. Das ist ja, ja. Vielleicht bin ich ja auch einem Bug, Opfer eines Bug geworden. Eines Bugs. Das gibt's ja nicht. Produktion, das wird ja auch nicht stimmen. Das ist nur eine. Na, sowas gibt, ey. Ich war immer der Meinung, das war da drinnen. Das war da dabei. Habe ich immer gedacht. Werkbank, ey. Na, es ist ja unglaublich. Das ist dasselbe. Was habe ich damals gesucht? Das Klohäuschen. Ich habe mir eingebildet, das war dabei bei den Sachen mit Und was, warte mal, was ist, wenn ich jetzt keine Werkbank direkt aufstelle, sondern ein Herd zum Beispiel? Habt ihr schon einen Herd? Warte mal kurz. Da ist nichts, da sind nur Bettchens. Die haben noch keinen Herd. Pass auf, wenn ich da jetzt einen Herd herstelle, der hat eigentlich streng gesehen dieselbe Funktion wie ein, wie ein Dingens halt. Ja, genau. Wo stelle ich den denn jetzt hin? Da wäre echt schön gewesen, aber wieder mal ist ein Regal im Weg. Und hier? So. So ins Eck. Warte mal. Ich stelle mal hier hin. So. Was haben wir denn da alles für Klumpert am Boden? Was ist denn das? Ein Strohkissen. Kann man das nicht irgendwie aufs Bettchen legen? Nö. Wäre schön gewesen. Dann legen wir es halt nebenhin, so. Lass mich durch, bitte. Was haben wir da? Die werden wir lagern. So. Das auch. So, und jetzt. Theoretisch müsste der Herd dieselbe Funktion haben, wie es eben diese Werkbank hat. So. Wir dürfen jetzt hier nämlich normal bauen. Also sowieso bauen dürfen wir immer, aber lagern halt die Sachen. Das wird schon hinhauen. So, Raider. Raider-Flagge. Was haben wir jetzt da? Das sind die Unternehmer. Perfekt. Die Unternehmerlines. Da ist ja eine. Was haben sie denn alle? Wieso soll ich dann eine aufstellen? Diese Vollidioten. Ich will die da reinbringen. Pressen, tun. Ja, press mal. Ich wollte sie hier hinstellen, dazwischen drin, aber jetzt. Warte, wie schaut sie aus? So, wäre sie hübsch. Der da hinter mir heizt sich gleich mal eine an. So. Ich glaube, zack. So muss das passen. Die Animation gefällt mir immer gut. So, so. 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 Ich hoffe, das passt. So, Schutz wäre noch ein Thema. Ein bisschen Schutz. Kann ich denen da jetzt irgendwas aufbauen? Theoretisch ja. Drei Leute leben hier. Zwecks Schutz könnten wir sowas herstellen. Und jemanden einteilen von der Bagage.
Oder geht das da auch? Wir haben ja gar nicht so wenig Ressourcen da. Warte mal. Geht vielleicht auch ein Geschützturm? Ich glaube, das zählt jetzt doch alles zusammen. Hey, das wäre ja eine fische Geschichte. Ein Geschützturm wieder auf dem Dach. So. Ich weiß, der braucht Strom. Haben wir da eigentlich Strom? Normal nicht, ne? Jetzt müssten wir hier einen Generator bauen. Einen Generator. Ist das genug Strom? Das nehmen wir halt so ein Gerät, oder? Am besten. Wo tun wir den hin? Ja, können wir eigentlich streng gesehen, wenn er passt, noch hinterm Haus herklatschen. Herklatschen. Wir klatschen den her. Oder auf dem Dach. Boah, das schaut scheiße aus. Das wäre echt kacke. Und da steht er irgendwo in der Luft. Puh. Dann vielleicht doch lieber einen kleineren. Den darf ich doch aufs Dach stellen. So. Dann wäre er nicht so im Weg. Mach das mal weg. Mach das mal weg. Den da. Weg. Hallo? Geht ja. Und Strömchen. So. Passt. Das haben wir auch geschafft. Ist gut. So. Wieso gehe ich denn jetzt so langsam? Geht ja. So. Weg mit dem Baumenü. Ich werde alles tun, um Ihre Sicherheit zu. Muss ich das machen? Ach so. Der meldet das Ganze erst ein bisschen später. Ich wollte auch so mal versuchen, ob ich die Feuerprobe bestehe. Aber ja, das ist jetzt Zeitverschwendung. Verschaffst den Unternehmern niemand mehr toppen, was, Boss? Na, hoffentlich. Hoffentlich. Und dann müssen wir jetzt wieder zurück zu dem gnädigen Herrn. Ne? Streng gesehen ist es eh eine Baufolge. Es ist halt eine Raider. Ich bohrt mich wohin? Baufolge. So schaut's aus. Sprich mit Schenk. Das hätte ich jetzt wieder toll machen können. Ah, warte. Nein. Noch nicht. Was haben wir denn alles? Was ist das? Der Slog. Ja. Wir haben hier auf der Seite Nordhagen Beach. Hätten wir da zum Anbieten. Was wäre noch mehr auf der Seite? Was ist da unten? Volt 88. Habe ich noch gar nicht entdeckt. Mhm. Naja, weil ich möchte ungern in die Richtung gehen. Starlight Drive-In kommt überhaupt nicht in die Tüte. Ja. Hilft nichts. Ich muss zuerst zu ihm rauf. Ich habe keine Ahnung, wo er noch was zum Vorschlagen hätte für uns. Geh mal drauf. Der Vorteil an der ganzen Geschichte ist, wir haben bald wieder ein Level Up. Hurra, hurra, hurra. Und ja. Den Skillpunkt werde ich mal aufsparen, glaube ich. Außer ich kann noch irgendwas mit Steampacks oder so machen. Muss ich noch ein bisschen nachglübschen. Brauche ich eh nur nachzuglübschen. Ja. Und dann werden wir wohl hoffentlich die Bauerrüstung kriegen, Herrschaftszeiten. Hey, so, Schnucki. Nur noch ein Außenposten. Wenn ich den Job vorbereiten soll, sag's mir einfach. Ja. Also, was gibt's? Job vorbereiten. Außenposten, ich will einen Job durchziehen. Ich dachte, du könntest für mich vielleicht einen Job organisieren. Klar, sicher. Ja. Was für einen Job hättest du gern? Ja, natürlich wieder einen Außenposten. Es ist an der Zeit, dass wir wieder eine Siedlung übernehmen. Und willst du die Siedler selbst überreden, ihr Land zu räumen, oder soll ich Verstärkung holen? Nein, wir machen das selber. Selbst ist die Frau. Ich rede mit ihnen. Ja, sicher. Und welche Crew soll zu dir stoßen, wenn du deine Forderung gestellt hast? Das Rudel. Alles klar. Also, wo willst du zuschlagen? Puh. Hatten wir das nicht gerade? Kinderkrippe. Die wäre noch eine County Crossing. Oberland Station. Ich hoffe mal, das ist weit weg. Nehmen wir das hier einfach mal. Schauen wir mal, ob es überhaupt geht. Das ist doch einer von deinen Läden, Boss. Willst du das trotzdem durchziehen? Ja, frag nicht immer so blöd. Das ist das Ziel. Skrupellos.
Also klassische Vertreibung. Ja. Du kannst sie zu Tode erschrecken oder ich sie bin schon mal weg. Überzeugen. Kinderkrippe, da, das passt genau, die Richtung stimmt, die ist gut. Weit weg von unserem Sanctuary Hills und unserem Starlight Drive-In, das passt schon so. Das ist schön. Die scheinen schon wieder, also das scheint irgendwie miteinander verbunden zu sein. Ich kann mir jetzt vorstellen, haben wir da so viele Ressourcen gelagert gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach da, jo, das Fleckchen hier passt perfekt für Raider. Servus? Ja, was willst du? Schleich dich. Eine Raider-Bande ist hierher unterwegs.